Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Bitwig-Tutorial. In diesem Tutorial soll es darüber gehen, wie ich Bitwig unter Linux mit Check Audio und OBS konfiguriere, so dass ich die Vorteile von Check Audio habe und auch Bitwig Sessions mit OBS aufnehmen kann, das Ganze unter Linux. Dazu gehört so ein bisschen Hintergrundwissen und ein bisschen Vorarbeit. Ein paar Sachen habe ich in meinem Blog niedergeschrieben. Das verlinke ich dann noch in der Beschreibung. Und die anderen Hintergründe erkläre ich und erzähle ich und zeige ich so ein bisschen. Aber legen wir doch einfach mal los. So. Eigentlich hätte jetzt eine Musik kommen sollen. Genau die. So. Also, ich habe ja Bitwig unter Linux laufen, genau gesagt unter einem Kubuntu, einem Ubuntu Linux mit der KDE-Oberfläche. Und normalerweise hat Linux alles dabei, was man braucht, um Musik zu hören, Videos zu schauen und alles, sag ich mal, rund um Musik. Allerdings ist bei einer professionellen Anwendung wie Bitwig es ist ganz gut, wenn man eine Audio-Engine hat, sage ich jetzt mal, wie man das aus anderen Betriebssystemen kennt, die speziell für diese Audio-Anwendung zugeschnitten ist. Und da kommt Check Audio ins Spiel. Check Audio arbeitet mit Echtzeitpriorisierung. Echtzeitpriorisierung. Was so viel bedeutet, dass die Audio Engine eine erhöhte Priorität im System erhält. Das heißt, alles andere ist ein bisschen nieder priorisiert und so dass man beim Audio die beste Qualität und die niedrigsten Latenzen erreichen kann. So, wie man Check am besten unter Kubuntu. Ich habe hier die Version 20.04, also vom Jahr 2020, installiert. Dafür habe ich auch eine Anleitung geschrieben im Blog, die URL. Die packe ich noch in die Beschreibung rein. Habe so ein bisschen was zum Hintergrund geschrieben, was man vorbereitet, dass man das Repository KX Studio braucht. KX Studio, also eine... Das Repository KX Studio ist nichts anderes als eine Gruppe von Leuten, die relativ viele Anwendungen, Plugins, wie auch den Check Audio Server quasi paketiert vorbereitet haben, dass man das nur noch installieren braucht. Und eigentlich ist damit alles dann schon erledigt. Was man früher so ein bisschen von Hand alles editieren musste, gibt es hier schon quasi vorbereitet in diesen Repositories. Und in den Repositories steht da, oder auf der Seite von KX Studio steht dann zum Beispiel auch, wie ich das Repository installiere für Debian Ubuntu. Ich habe das nochmal in dem Artikel bei mir für die Version 20.04 niedergeschrieben, was man da alles machen muss, wo eingeben muss, installieren muss, wie man was startet und so weiter und so fort. Und noch ein bisschen zur Konfiguration und Start, aber das behandeln wir jetzt auch in dem Video. So, also das heißt, ich habe hier KX Studio, was ich installieren muss. Beschreibung ist im Blog. Um mein Bitwig mit dem Check Audio laufen zu lassen, das Ganze auf einem Kubuntu. Der Check Audio Server soll installiert werden. Als kleine Hintergrundinformation, Kubuntu hat ja die Oberfläche KDE und KDE bringt normalerweise den Pulse Audio Server mit. Wer jetzt schon jetzt komplett verwirrt ist, gar kein Thema. Also Linux geht, arbeitet in so einem Schichtmodell oder ist in so einem Schichtmodell aufgebaut. So ein bisschen nach dem Prinzip Teile und Herrsche. Das heißt, es gibt eine Treiber-Ebene, die kümmert sich nur um die Hardware-Treiber. Ob das jetzt der Musikchip in eurem Computer ist, ob das eine externe Soundkarte ist oder was auch immer.
das macht die Treiberebene, die heißt ALSA, oder dieser Treiberbereich heißt ALSA. Auf diesem ALSA-Treiber setzt KDE, also von Kubuntu, die Oberfläche, Pulse Audio auf. Pulse Audio ist ein Audio-Server, der auf diese ALSA-Ebene zurückgreift und sagt, okay, wenn ich so einen ALSA-Treiber habe, dann kann ich meine Audio da ausgeben oder da aufnehmen. Pulse Audio managt auch Bluetooth zum Beispiel und ist auch auf anderen Systemen verfügbar. Das soll jetzt erstmal zu Pulse Audio reichen. Was wir jetzt machen, um nochmal so ein kleines Bild zu kriegen, das heißt, wir haben als Treiberebene diese ALSA-Schicht, dann haben wir für KDE Kubuntu haben wir das Pulse Audio laufen, womit wir normalerweise Sound hören und aufnehmen können. Und jetzt soll noch Check Audio dazu kommen, damit wir Bitwig in einer professionellen Umgebung laufen lassen können. Klingt alles ganz kompliziert, ist es überhaupt gar nicht, weil wir das Ganze über KX Studio einrichten. Und die Einrichtung steht hier im Blog. Einfach nur durchlesen, die Befehle eingeben, alles abschließen, Rechner neu starten am besten, um sicher zu sein, und dann einfach freuen. So, diese ganze Sache mit ALSA, Pulse Audio, Check Audio und so weiter soll irgendwann in Zukunft als kleiner Ausblick abgelöst werden von einem Audio-Server, Framework, wie auch immer sich das nennen mag, das Pipewire heißt. Aber wann das kommt, ist eine ganz typische Linux-Geschichte. Es ist fertig, wenn es fertig ist, nämlich wenn es läuft. Und wenn die Distributionen das einbinden, dann ist es auch stabil. Und dann können wir, glaube ich, diese ganze Installation mit ALSA, Pulse Audio, Check Audio und so weiter uns vermutlich sparen. So ist auf jeden Fall Pipewire aufgebaut. Und man klickt wahrscheinlich nur noch hier und da irgendwie ein Kästchen, ein Häkchen an und schon hat man wieder so eine Echtzeitpriorisierung von den sämtlichen Audio-Events und Audioquellen. Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss bei dieser ganzen Pulse Audio und Check Audio Geschichte und Kubuntu. Wer bisher noch nicht sich mal Linux angeschaut hat, aber das möchte, der sollte unbedingt auf die Seite ubuntuusers.de gehen. Ich habe hier mal das Wiki aufgemacht. Das ist eine hervorragende Seite, wenn man neu bei Linux generell ist, bei Ubuntu oder Kubuntu. Da stehen ganz, ganz viele Dinge erklärt, sehr ausführlich. Es gibt auch noch ein Forum. Die Seite ist unglaublich groß, sehr hilfreich und man kriegt eine ganze Menge Informationen und eine ganze Menge Fragen erklärt. Auch wenn man in einem Forum sucht, stehen da schon so viele Fragen zu Dingen drin, dass man wahrscheinlich noch nicht mal mehr selber fragen muss. Ne? Okay, also wir haben jetzt, machen wir einfach mal weiter. Wir haben jetzt Check Audio installiert mit KX Studio. Und jetzt kommt so ein, zwei kleine Dinge, auf die man achten sollte. Und zwar habe ich hier mein Bitwig Studio. Und wenn ich Check Audio mit KX Studio installiert habe, dann benutze ich das Tool Kadenz. Und mit dem Tool Kadenz, was ich hier aufgerufen habe, habe ich hier oben drei Tabs. Ich befinde mich hier im System-Tabs, dann kriege ich so ein bisschen eine Übersicht über mein System. Hier steht Ubuntu, auch wenn es ein Kubuntu ist, ein 20.04, Kernel-Version, Architektur 64-Bit und so weiter und so fort. So, ich habe jetzt hier den Check-Status, steht hier auf Started, muss ich auch, sonst würdet ihr mich jetzt nicht hören. Und ich habe hier unten drunter noch die Check-Bridges. Bridges ist nichts anderes als Brücken. Und das versteht man jetzt gleich auch nochmal zu dem, was ich vorher erklärt habe. Es gibt die ALSA Audio Bridge. Und als Bridge Type habe ich jetzt ausgewählt, ALSA geht über Pulse Audio und Pulse Audio geht über Check Audio Plugin.
Das sind die Sachen, die ich hier auswählen kann. Also ich kann ALSA Loopback Check, ALSA Direkt zu Check oder ALSA Pulse Audio zu Check. Das heißt, die Anwendungen, die jetzt Check nicht können, sondern nur Pulse Audio, die sollten jetzt trotzdem noch Audio ausgeben können. Dann gibt es den Punkt ALSA MIDI, der sollte gestoppt sein und sollte nicht hier angeklickt sein. Das macht ab und zu ein bisschen Probleme, wenn Check auch noch MIDI macht. Da kann sein, dass man Fehlermeldungen in seiner DAW bekommt. Wenn das der Fall ist, hier unbedingt nochmal nachgucken, der ALSA MIDI Bridge stoppen und unbedingt hier nichts angeklickt haben. Und unten haben wir noch Pulse Audio. Und Pulse Audio sollte auch immer gestartet sein, damit nämlich hier oben diese Bridge funktioniert. ALSA Pulse Audio Check Plugin. Wenn das gestoppt ist, dann ist das hier aus. Das heißt, ihr kriegt eventuell gar keinen Sound oder halt nur von manchen Sachen Sound, nämlich die Check unterstützen. So, jetzt noch eine kleine Sache zur Konfiguration hier. Ich mache das gerade nochmal zu. Hier zur Konfiguration von dem Check-Server. Hier ist ganz, ganz wichtig. Ich habe hier oben wieder drei Tabs. Das eine ist die Engine, die steht hier auf Realtime. Das ist wieder diese Echtzeit-Priorisierung. So habe ich mein System hier eingestellt. Realtime Priority, also da kann man sich sehr leicht zerkonfigurieren, wenn man da zu viel einstellt und zu viel rumspielt. Sollte man ungefähr so auf diesen Werten lassen. Falls man Probleme gibt, muss man natürlich nachlesen, warum. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist noch hier Driver. Und als Driver sollte hier ALSA ausgewählt sein. Nicht Dummy, nicht Firewire, nicht Loopback, nicht Net One, ALSA. Wenn man eine Standardkonfiguration hat. Wenn man aus irgendeinem Grunde Firewire oder Network oder was auch immer hat, weiß man, was man tut. Und dann kann man diese Sachen auch konfigurieren, aber wir gehen immer auf ALSA. Prüft das unbedingt, wenn ihr das alles eingerichtet habt und aus Bitwig kommt kein Ton raus. Dann kann das nämlich sein, dass der hier auf Dummy steht, was so viel heißt. Naja, ich stelle dir jetzt mal so ein Interface zur Verfügung, aber Ausgabe gibt es halt nicht. Das heißt, hier muss das auf ALSA stehen. Als Device-Interface habe ich gerade im Moment nur mein Notebook hier drin. Wenn ich mehrere Audio-Interfaces habe, kann ich das hier auch auswählen. Als Input-Device habe ich hier mein Notebook, das ist mein Mikrofon, das ist ein USB-Mikrofon. Als als Output-Device hier nochmal mein Notebook-Chip, das USB-Mikrofon hier unten, das ist nochmal ein optischer Ausgang und hier über HDMI nochmal die Ausgänge von meinem Notebook. Deshalb nehme ich den hier. Input Channel kann auf 2 stehen, kann auf 0 stehen. Ich habe das standardmäßig auf 2. Dann Duplex Mode ist wichtig. Monitor habe ich an, Hardware Monitoring habe ich an. Die Sample Rate habe ich auf 48.000. Das ist auch der Wert, mit dem ich bei Bitwig spiele. Die Buffer Size habe ich auf 1024. Die ist relativ, wie soll ich jetzt sagen, solange man innerhalb der DAW mixt und jetzt nicht irgendwelche Aufnahmesessions macht, kann die Buffer Size relativ groß sein. Je größer die Buffer Size ist, desto weniger wird die CPU unter Stress gesetzt. Das heißt, wenn die Häppchen größer sind, muss die CPU nicht so oft wechseln, wenn die Häppchen kleiner sind, muss die öfter wechseln, also fängt die an zu hetzen. Hürdenlauf, sage ich da immer. So, 16-Bit wollen wir natürlich nicht in dem Falle. So, und hier haben wir noch Network, das nicht implementiert. Also bitte guckt bei den Check-Settings, bei Configure, den Driver an und schaut, dass der auf ALSA steht. Und dann sagen wir hier okay. So, jetzt kann man in Bitwig den Treiber von Pulse Audio auf Check umstellen.
Und damit läuft Bitwig auf dem Check Audio Server. Dazu solltet ihr dann noch Folgendes wissen. Wenn ihr diese Konfiguration so fährt, dass ihr den Check Audio Server quasi über das Tool Kadenz startet, weil ihr unter Umständen noch mit OBS aufnehmen wollt oder andere Dinge machen wollt, sollte Bitwig Studio zuerst geschlossen sein. Ihr solltet immer erst den Check Audio Server starten, dann Bitwig. Wenn ihr zuerst Bitwig startet, dann startet Bitwig einen Check Audio Server und benutzt den aber exklusiv. Das heißt, keine andere Anwendung, egal ob sie für Check Audio optimiert ist oder nicht, kann auf den Check Audio Server zugreifen. Deshalb startet erst über Kadenz den Check Audio Server, denn damit ist Check für alle Anwendungen, die Check enabled sind, verfügbar. Und dann startet ihr Bitwig Studio. Bitwig Studio startet, klingt sich dann ein. Und das Ganze sieht man nämlich über die Tools Katja oder Claudia. Ich nehme immer Katja, die haben einfach nur eine unterschiedliche Ansicht. Steht hier auch nochmal, dass Claudia eine Lettish Frontend hat, focused auf Session Management, was auch immer. Ich benutze die Katja Ansicht, ist so ein bisschen wie Q-Check Control, also Q-Check CTL, falls das jemand kennt. Und in dieser Ansicht bei Katja geht die Verkabelung los. Also das wäre eine Verkabelung, würde ich sie jetzt physisch machen müssen zwischen den Systemen. Und da sehe ich schon, hier habe ich mein System Eingang oder Audioquelle. Ich habe hier Bitwig Studio drin mit mehreren Ein- und Ausgängen. Dann habe ich durch die Bridge Pulse Audio zu Check Source und die Ausgabe Pulse zu Check Sync, und das ist die Systemausgabe. Und jetzt habe ich noch einen Check-Eingabe-Client. Und der Check-Eingabe-Client, das ist der, den ich von OBS bekomme. Und da muss ich jetzt einfach mal eine neue Session in OBS aufmachen. Moment. So, nehmen wir den mal rüber. Ich habe mal eine neue Session in OBS aufgemacht. Da ist jetzt eine leere Szene drin. Und möchte ich jetzt Sound von Bitwig in OBS mir anhören, muss ich hier über eine Quelle den Check-Eingabe-Client hinzufügen. Das ist der, den ihr jetzt hier seht. Das ist mein aktueller Eingabe-Client, den ich jetzt in meiner OBS-Session aktiv habe. Wenn ich hier jetzt noch einen hinzufüge, einen Check-Eingabe-Client, nehmen wir den einfach mal so. Anzahl der Kanäle 2, Check-Server nicht starten. Okay, dann sehen wir hier, ich habe einen zweiten Check-Eingabe-Client. Ein bisschen viele Fenster auf einmal. So, das ist der hier von meinem neuen OBS. Das heißt, ich kann jetzt ich verbinde jetzt mal mein Bitwig mit dem Check-Eingabe-Client. Wo habe ich jetzt mein Bitwig hin? Das ist auf Check. Fenster ist ein bisschen oben. Und ich habe mal wieder die falschen Kanäle verbunden. Das war jetzt nicht Stereo, sondern Speakers Out. So, und dann hört man, wie ihr hört, hört man nämlich die Soundausgabe von Bitwig Studio, dadurch, dass ich einfach diese Verkabelung gemacht habe. Und das wäre quasi die Verkabelung, die ihr machen müsst, wenn ihr mit OBS so eine Bitwig-Session aufzeichnen wollt. Muss das Fenster wieder rüberkriegen. So, wenn ihr mit Bitwig so eine
Session aufnehmen wollt, kriege ich das klein, größer, kleiner, so. Machen wir hier mal wieder Stopp. Und ja, dann hört ihr das auf jeden Fall in OBS beziehungsweise in eurer Aufnahme, die ihr dann gemacht habt. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Ich mache dir hier jetzt alles mal wieder ein bisschen rüber. Das heißt, wir installieren Check Audio mit dem Repository KX Studio in unserem Kubuntu oder Ubuntu. Dann starten wir das Tool Kadenz. In Kadenz prüfen wir den Check-Status, ALSA Audio, die Bridges, gucken, dass ALSA MIDI auf gestoppt ist und hier nichts ausgewählt ist, dass es automatisch startet, dass Pulse Audio gestartet ist. In der Konfiguration bei Driver schauen wir, dass ALSA ausgewählt ist und dass wir diese Einstellungen hier haben, dass wir die richtige Soundkarte auch ausgewählt haben für Jack. In den Tools nehmen wir Katja und dann verbinden wir die entsprechenden Speakers mit dem Jack-Eingabe-Client, den wir in OBS hinzufügen als Quelle, der dann hier auch automatisch erscheint in Katja, und dann können wir auch in OBS aufnehmen. So, das war jetzt ein bisschen ein längeres Tutorial. Ich hoffe, es war nicht zu sehr verwirrend und ich konnte euch so ein bisschen was zeigen. Es ist halt bei einer professionellen Umgebung mit dieser ganzen Verkabelung immer so ein bisschen komplexer. Aber wenn man einmal das verstanden hat und das ein paar Mal gemacht hat, dann lächelt man dann einfach auch nur drüber und vergisst dann relativ schnell, dass das mal komplex war, sondern das ist halt einfach so im ganz normalen Alltag. Mit Check kann man noch eine ganze Menge mehr machen, auch Musik über ein Netzwerk und ganz andere Geschichten. Also das ist jetzt nicht nur für so ein bisschen Bitwig, sage ich jetzt mal, für so ein bisschen professionelle Musikproduktion, sondern Check Audio ist so eine ganz eigene Welt, mit der man sehr, sehr viel machen kann. Aber das ist jetzt nur der kleine Teil quasi für uns. Das nur als kleine Erklärung, warum, ich sag mal so, die Anwendung, Installation, Konfiguration von Check so komplex aussieht. Man kann nämlich damit auch wirklich sehr komplexe Sachen machen. Und das, was wir hier gemacht haben, wie gesagt, wenn ihr das 3, 4, 5 Mal gemacht habt, dann lächelt er da einfach drüber und sagt, ja klar, ist doch klar. Bevor ich mit Bitwig starte, starte ich meinen Check-Server mit Kadenz, dann starte ich meinen Bitwig und das Leben ist schön. Und wenn ich ein bisschen OBS aufnehmen will, dann starte ich meinen Katja, klinke Bitwig Studio in den Check-Eingabe-Client oder irgendwelche andere Applikationen, die Sound rausschmeißen, den Check-Eingabe-Client und mache dann meine Aufnahmen. Okay. Dann hoffe ich, das hat euch was gebracht und wir sehen uns im nächsten Tutorial und macht die Welt ein bisschen schöner. Bis dann. Ciao, ciao.